Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich blende euch zuallererst mal ein paar Szenen von gestern ein. Gestern wurden unsere Küchenhängeschränke geliefert und Tim und Karl haben die aufgebaut. Wir haben sie noch nicht angebracht, weil es von der Uhrzeit dann zu spät war zum Bohren. Ich blende euch jetzt die Szenen ein. Tim hat das Handy aufgestellt und Zeitraffer gemacht. Heute werden wir die anbringen. Es ist jetzt gerade Mittagsruhe, deswegen können wir das jetzt in der Sekunde nicht machen. Geben. Aber das machen wir nachher. Und nachher, wenn wir wieder hier sind, zeige ich euch, was Tim zum Geburtstag bekommt. Wenn das Video hier online kommt, also am Dienstag, hat Tim Geburtstag. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist die Küche ein ganzes Stückchen weiter. Ich zeige das jetzt mal so, ich drehe gleich die Kamera. Ich blende euch zuerst einmal einen Zeitraffer ein. Da hingen die Schränke schon, da hat aber Tim noch die Leiste hier angebracht. Und ich habe sauber gemacht und Schränke eingeräumt. Genau, und dadurch, dass jetzt die Schränke eingeräumt sind, ist hier natürlich jetzt schon viel mehr Ordnung und ja, ich zeige es euch einfach. Also hier unten haben wir jetzt unsere ganzen Vorräte reingetan. Hier kommt ein Unterschrank hin, zugehörig zu dieser Produktreihe sozusagen. Der war eine Zeit lang nicht lieferbar, wir haben ihn jetzt aber doch gekriegt und der kommt am Mittwoch. Hier steht jetzt alles eigentlich ziemlich so, wie es sein soll. Die Küchengeräte müssen mal noch abgewischt werden, die sind so ein bisschen staubig. Das hier hängt auch soweit. Die Schränke, also hier sind so Teller und da werden wir noch so ein Gitter holen, wo man die Teller so kann reinstellen kann. Das gibt es auch dazugehörig von Ikea. Hier die Türen sind mit Soft Close, dann haben wir hier noch. Es ist halt echt wenig drin, weil es ist einiges noch in Benutzung. Genauso wie hier. Genau, und hier oben sind jetzt wieder die Körbe und alles. Genau, dann haben wir hier jetzt erstmal die ganzen Wein- und Sektgläser hingestellt. Das hier ist jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, ob wir dann hier zum Beispiel links immer so Pfandflaschen daneben stellen. Keine Ahnung. Das ist jetzt erstmal, die Ecke ist noch nicht so richtig 100% fertig. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dieser Bereich hier. Und dann habe ich noch, mal gucken, wie ich euch jetzt das Fensterbrett zeige. So geht das vielleicht. Das Fensterbrett noch so jetzt eingeräumt. Ich finde das eigentlich ganz schön so. Genau, und das sind die letzten zwei Kisten sozusagen. Wobei hier sind noch so, hier sind zum Beispiel Brötchen und sowas drin. Also das sind jetzt Sachen, die noch irgendwie dann weggeräumt werden müssen, die dann vielleicht noch hier mit in den Unterschrank zusammen mit den Vorräten halt reinkommen. Wir haben aber jetzt auch gerade einen enormen Kaffeevorrat, weil wir mal so einen Großeinkauf von solchen limitierten Sorten gemacht haben.
Deswegen ist da so viel da. Und dieses goldene Teil, das muss auch noch irgendwo anders. Das ist ja nicht für die Küche, das ist so ein Notiz-Dingens-Halter. Der hier kommt eigentlich in eine Kiste auf den Schrank. Also es ist wirklich nicht mehr viel, was hier noch irgendwie untergebracht werden muss. Ich kann es euch ja jetzt nochmal im Gesamtüberblick irgendwie versuchen zu zeigen. Das ist halt der Vorteil, wenn man riesengroße Fenster zwischen den Räumen hat. Naja, so ganz, ganz überblickig. Ja, noch von hier. Ja, das ist schön so. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und wenn der Schrank hier noch hinkommt, dann ist es eigentlich, würde ich jetzt mal spontan behaupten wollen, fertig. Wie bereits angekündigt, möchte ich euch jetzt noch die Geschenke für Tim zum Geburtstag zeigen und ich werde die dann auch gleich noch verpacken. Ich muss sagen, ich war mehr oder weniger kreativ. Ich zeige es euch einfach. Zum einen habe ich, ich muss es erstmal aus dem Amazon-Paket auspacken, also ich habe schon reingeguckt, aber ja, sehr einfallsreich. Das sind die ganz normalen AirPods erste Generation. Ich habe ja welche und es ist so, dass wir des Öfteren mal FaceTimen, wenn Tim arbeiten muss. Da werde ich jetzt so ein kleines Zettelchen hier, habe ich mir noch hergeholt, draufkleben, wo ich dann draufschreiben kann, dass wir immer jetzt super entspannt FaceTimen können. Das andere ist, ihr seht es vielleicht schon, Moment. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Das andere sind hier zwei Gutscheine. Da stehen halt die Gutscheincodes vorne drauf. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Warum sind es zwei Gutscheine? Ich wollte ihm eigentlich erst einen 100-Euro-Gutschein schenken. Aber ab 120 Euro Mindestbestellwert sozusagen ist der Versand kostenfrei. Und ich habe es nicht eingesehen, für einen 100-Euro-Gutschein Versandkostenwert von 6 Euro oder so zu bezahlen. Deswegen habe ich ihm jetzt einfach 100 Euro und einen 20 Euro Gutschein geschenkt, sodass er jetzt 120 Euro Gutschein hat für Impericon. Dann habe ich heute eine Karte gekauft. Die ist jetzt nicht besonders kreativ, war halt eine Karte. Werde ich gleich noch schreiben. Ich glaube, das war's. Ich werde sie jetzt verpacken. Ja, ich mache davon noch einen kleinen Zeitraffer. An der Stelle würde ich gerne das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu der Küche, so wie sie jetzt ist, sagt. Also zu dem ganzen Stil, sage ich mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke wie immer das letzte unten drunter. Ich verlinke Instagram unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Thank you.